Probleme, die uns die letzten 10 Jahre das Leben schwer gemacht hat, die hat der Staat geschafft. Die hat er nicht verhindert, sondern die hat er geschafft. Er hat die Massenzuwanderung geschaffen. Er hat den Corona-Quatsch geschaffen. Er hat jetzt diese Energieproblematik selbst geschaffen. Und von dem, der uns alle Probleme einbrockt, zu erwarten, dass er sie uns löst, das scheint mir einigermaßen absurd zu sein. Dass, ich sag mal jetzt, so ein Hardcore-Liberalismus zwangsläufig auch zu totalitären Tendenzen führen muss. Er wird irgendwann entarten und sich ins Gegenteil verkehren, weil wenn du keine Grenzen setzt, wenn du jedem alles offen lässt, dann werden sich diejenigen, die sich der Gemeinschaft nicht verpflichtet fühlen, werden immer mehr an sich reißen und werden die, die tüchtig sind, aber gutwillig und naiv vielleicht sind, die wird er unterdrücken. Ich bin hier nicht gegen den Staat oder gegen die Regierung, gegen das System, weil mir das nicht passt, sondern weil ich hier den begründeten Eindruck habe, dass hier mindestens seit 2011 in einer Art und Weise dieses Land regiert wird, in dem diesen Gesamtinteressen hier nicht mehr Rechnung getragen wird. Das ist für mich eine generelle Forderung, Politik haftbar ist für das, was sie verbockt. Ja. Ich denke mal, bei allen Mängeln, die Donald Trump hatte, bin ich der Meinung, dieser Mann hatte hier instinktiv kapiert, wie Politik im 21. Jahrhundert auszusehen hätte. In der Monarchie gab es ab und an schwache Nummern auf dem Thron, aber selten im Vergleich zur Demokratie. Da gibt es fast ausschließlich ganz schwache Nummern auf dem Thron. Also speziell Deutschland, wenn man mal die letzten Jahre, Jahrzehnte Revue passieren lässt. Also da ist ja kaum mal einer gewesen, wo man sagt, Mensch, hier ist wirklich die Elite nach oben und bestimmt jetzt über uns. Das ist ja nicht der Fall in der Demokratie. So.